Hi Leute und ein herzliches Willkommen einer weiteren Aufnahme The Binding of Isaac Repetanze. Ist wieder Challenge-Tag. Hi, Bro. I don't know what it is. Was haben wir? Wir sind kaki-mäßig unterwegs. Warte mal, was macht das hier nochmal? Okay, das funktioniert nicht bei Bossen. Ich glaube, das macht alle Gegner zu Kaki-Haufen. Oh, wir haben auch das Trinket. Okay, und ein AP-Upgrade. Okay. Wir müssen Mami besiegen. Wir gehen hier rein auf jeden Fall. Und wir haben 8 Bomben. Und was Rune Shards machen, weiß ich nicht. Ach, das hat mir gerade alles aufgedeckt, der Rune Shard. Okay. Damn. So, das nehme ich noch nicht mit. So, was haben wir im Shop? Ist das hier sowas wie Soymilk? Ist das hier die Mandelmilch? Nee, oder? Das ist was anderes, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, die Truhen holen wir uns. Pillen. No. Eine Bombe plus gemacht. Das war knapp. Okay, jetzt brauchen wir irgendwie einen Raum mit ganz vielen Gegnern. So. Oder halt so. Mehr Räume kommen nicht auf der Ebene. Gut. Kriegen wir irgendwie noch Geld zusammen? Hätte ich mal hier das Item eingesetzt. Ach, guck mal, wir kackern manchmal. Einfach los. Also ich kann schon mal eins sagen, das wird echt ein beschissener One. Lustig, nicht? So. Auf Wiedersehen. Okay, noch ein HP-Upgrade. Bekommen wir noch irgendwo Geld her für das Item? Ich glaube nicht. War hier irgendwie noch Kaki? Nö. Itemräume scheint es nicht zu geben. Aber guck mal da. Da ist irgendwie noch so ein Geheimraum. Wie kommt man denn da hin? Seht ihr das? So ein ganz großer Raum. Ah! Head of the Keeper. Und jetzt haben wir auch genug Geld. Body in a Box, okay. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ist ja komisch. Das ist ja eigenartig. Okay. Gehen wir weiter. Keine Ahnung, wie man da hinkommen könnte. Habe ich irgendwie noch nie gesehen. Okay, Devil Deal brauchen wir unbedingt. Ach du grüne Neune. Da war ich überfordert. Wir haben leider keine Aufladung. Wow. Der muss weg. Wir sind geslowt. Oh. Immer in Bewegung bleiben. Und das war's mit dem Devil Deal. Super. Hätten wir mal hier unser Space-Item gehabt. Hey, aber ist nicht so schlimm. Dafür bekommen wir hier ganz viel Zeug.
Und die Chance ist ja noch bei 36%. Das ist schon okay. Wir wollen mal nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. So. Okay, hier sind viele Gegner drin. Sehr schön. Kampfraum ist zu. Da verstehe ich ja die Mechanik bis heute nicht. Auch ein toller, ein toller Raum. So mit Head of the Keeper bekommen wir manchmal Geld, ne? Einfach so. Gibt's hier keinen Shop? Tolle Wolle. Also auf der vorigen Ebene, ja, Shops gibt es. Aber wir haben keinen Schlüssel. Eieiei, das tut weh. Das tut weh. Naja, jetzt können wir eigentlich... Wir gehen danach in den Zacki-Zacki-Raum nach dem Bossfight. Okay. Dann haben wir den Kumpel. Der Begleiter hilft ganz gut. Jetzt wurden wir schon wieder getroffen. Okay, wir bekommen aber trotzdem den Devil Deal. Oh, beides nicht so coole Items. Lass ich liegen. So. Gibt's halt einfach Besseres. Dann kann man auch lieber sagen, gehen wir auf Angel Deals. So, vielleicht bekommen wir im Zacki-Zacki-Raum noch einen Schlüssel. Vielleicht. Okay, wir bekommen das hier. Das schützt uns noch mal ein bisschen. Aber kein Schlüssel. Naja. Weiter geht's. Einer hat unter dem Video geschrieben, uncool, kein Boss Rush. Also, das geht halt nicht immer, ne? Und außerdem, wir müssen ja erstmal ganz viel freispielen auch. Lemon Party kann schon helfen. Die sehen echt verrückt aus. Aber in welcher Folge sehen wir mal nicht verrückt aus? Hey, wir haben Schlüssel, apropos. Dann hat er mich echt noch getroffen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja einfach nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Okay. Es ist doch schlimm. In letzter Zeit werde ich wirklich oft getroffen, so. Aber hey, wir brauchen schon Deals, oder? Ich brauche die halt einfach auch gar nicht. Die hätte ich auch gut in Kacke verwandeln können. Nice. Keine Flüche mehr, das ist supi. Okay. Wir können die Deal-Chance noch erhöhen. Okay. So. Sehr schön. Und go.
Spawnt da neue Ads eigentlich? Hat sich das gelohnt, dass wir die in Kacke verwandelt haben? Autschi! So. Ah, das könnte schwierig werden. Goathead. Okay. Bin ich dabei. Okay, warte mal. Wir müssen auf unsere Stats achten. Ja, war sehr gut. Wir haben... Was ist das da unter Range des Tiers, oder? Nee, warte mal. Das erste ist Geschwindigkeit. Das zweite ist Tier Rate. Dann kommt Damage. Dann kommt Range. Und dann kommt Shotspeed, glaube ich. Ja, Shotspeed ist das. Ging runter. Aber plus Damage. Ja, die gelbe Spritze kann sehr problematisch sein. Und wir bekommen das hier. Okay, machen wir auf jeden Fall. Oh. Der ist mir nicht aufgefallen. Obwohl Shotspeed Up ist auch ein guter Wert, ne? Den habe ich auch lange unterschätzt. Aber je höher dein Shotspeed ist, desto eher sind deine tödlichen Tränen beim Gegner. Ja, das gucken wir uns auch noch an. Okay, noch ein Münzchen. Hier wird der Geheimraum sein. Okay, dann bekommen wir das hier. Bittere Enttäuschung, aber wir können noch mal in die Shop gucken. Da haben wir zum Beispiel Bilder noch das. Okay. Jetzt sind wir ziemlich stark mit einem Flat Damage von 6,2. Und wir kriegen jetzt immer Devil Deals. Immer. Oh, ist so cool, dass sie das Tränenaussehen von Head of the Keeper nochmal gereworked haben. Das sah nämlich mal richtig kacke aus. Ich bin ehrlich, ich habe es manchmal deswegen nicht mitgenommen. So, aber jetzt sind die... es sieht auch nicht jetzt super aus, aber es sieht besser aus als vorher. Machen wir das? Machen wir das? Ach, da ist doch sowieso nie irgendwas drin, was ich brauche. Jetzt ist bestimmt irgendwas drin, was ich brauche. In diesen bösen Kisten, weißt du? Ja, da ist noch ein Spinnchen und das wird jetzt sterbing. Oh, ich vergesse immer mein Space-Item. Okay, das ist auch gut. Das können wir die Ebene hier mal einsetzen, auf jeden Fall. Genauso wie das hier. Aber ich behalte mein Kacki-Item. Das ist gut mit meinem Trinket. Und jetzt haben wir die Bookworm Transformation. Das holen wir ja fast beim Yin One, oder? Im Yin One haben wir so einen Schlüsselraum irgendwie. Bücherraum. Bibliothek. I don't know. Kann man so einen Raum mit drei Büchern schon Bibliothek nennen? Wir machen es einfach mal. So, hier bekommen wir dann Zeug. Oh, sehr schön. Okay, warum werden wir hier so zugekleistert mit Räumen? Okay, ja, Tears down ist das, was wir brauchen auf jeden Fall. Okay, gibt's wieder schön viel Kaki. Kaki ist gut für uns. Wir haben auf jeden Fall einen crazy Begleiter. Den gibt es auch als Boss. In groß. So. Wir können auf jeden Fall beim Devil Deal gut zuschlagen. Oh lol, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das hier. Okay. Was haben wir hier? Spider-Mod. Spider-Mod. Okay, nehmen wir mit.
Das war gemein. Hä? So, und auf geht's. Ich lass mich zu oft treffen. Ball of Bandages, immer gut. Jetzt können wir fliegen, oder? Ist auch immer gut. Das andere nehme ich nicht mit. So, hier ist der Magic Mushroom drin. Oder auch nicht. Dark Bam wäre auch gut. Das wäre auch gut mit unserer Combo. Weil wir so viel Herzen haben. Rote Herzen spawnen. Okay, die Ebene war ein bisschen Arschloch, muss ich sagen. Komm hier. Okay. Wir bekommen ein Guppy-Item. Nehme ich das mit? Nee, ich nehme das mit. Gut, denn wird es jetzt ein bisschen tricky wird es jetzt. Aber wir können fliegen. Fliegen ist immer gut. Ah, hier noch irgendwie irgendwas, eine Karte ist hier noch drin, ne? Two of Diamonds, dann können wir uns nochmal das hier holen. Warum nicht? Na dann, go. Das andere Item hole ich mir nicht, weil dann sind wir tot. Aber das müsste jetzt gut funktionieren, laut meinen Berechnungen. Hä? Was hat da Damage gemacht? Stimmt, wir haben jetzt auch Spectral Tears auch. Ah, okay, okay. Ah. Jetzt schön konzentrieren. Seelenherzchen brauche ich. Oh oh, das wird dann doch knapp. Ich will jetzt nicht mit einem Herz in den Boss, in den Bossraum gehen. Das könnte ein bisschen knappi werden. Okay, aber vielleicht gibt es einen Shop mit Zeug drin. Zacki Zacki Raum können wir gerade vergessen. Okay. Keine Steine. Mist. Okay. Auf nach Norden, Erik. The Magician. Na, das können wir auch nicht mitnehmen. Das ist ein richtig fieser Raum einfach mal. Ich musste gerade ein bisschen überlegen. Okay, hier bekommen wir das hier. PhD. PhD finde ich super. Zwei Münzen noch. Das kriegen wir doch hin, oder? Eine. Number two. Okay, PhD ist schon mal toll. Something is wrong. Okay. Auch alles doof. Oh ja. Oh ja.
So, jetzt haben wir nochmal 1000 Geld bekommen. Eine Joker-Card. Eine Joker-Card. Die brauchen wir nicht. Und die kann man nicht in Kacke verwandeln. Das ist ja schade. Ich glaube, nur kleine Gegner. The Devil. Ah, die könnte jetzt helfen, diese Devil Card. Wir haben nicht allzu viel Leben. Okay. Ach du grüne Neune. Das war sehr gut ausgewichen. Kampfraum? Nee. Obwohl, wir könnten unser Poop-Item nochmal aufladen für den Boss-Fight. Aber das ist mir auch egal. So. Gut, The Devil Card. Wir haben 2 Leben. Go for it. Ist das ein ekliger Bosskampf, wird das. Lololololololol. Das ist so krass. Es kann sein, dass wir jetzt tot sind. Oder auch nicht. The Pact. Für The Pact bekommen wir schwarze Herzen, ne? Funktioniert das? Funktioniert. Gut. Dann freue ich mich, ja. Und weiter geht's. War gerade echt spannend, aber okay. So, jetzt brauche ich nur noch Mami finden. Das ist doch Mami-Ebene, ne? Ja. Left Hand. Noch Guppy wären? Ach nee. Ich finde die Kaki-Kombo so gut. So. Ja, genau. Okay, jetzt könnten wir es. Wir haben es eingetütet, glaube ich, jetzt. Von Mami treffen lassen. Sehr schön. The Lovers, warum auch nicht? Wie ich daran ohne Damage rausgekommen bin, ich weiß es doch nicht. Restock. Das war sehr genius. Nein, natürlich alles mit Absicht. Okay, The Magician. Das war Speed Up, ne? Können wir uns ganz viel holen, wenn wir wollen. Oder auch nicht. Man kann auch zu schnell sein, nicht wahr? Autschi. So. Gut. Bin ich mal gespannt, was wir freigespielt haben. Wir haben die Jera-Rune freigespielt. Cool. So, jetzt haben wir 2 abgehakt. Und in der nächsten Runde spielen wir wieder einen normalen One. Also keine Challenge, meine ich damit. Bis Danny.